Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Heute laden uns Wetlook-Biene und Bernd gemeinsam in ihren Zoo ein. Der Zoo heißt Wetlook-Zoo und die Besonderheit des Zoos ist, dass er ausschließlich aus begehbaren Gehegen besteht. In einigen von ihnen befindet sich ein eigener Lounge-Bereich. Der Ausstellung Kunst der Welt solltest du ebenso einen Besuch abstatten, wie unserem Badeparadies Flamingo Island. Als besondere Überraschung erwartet dich mitten im Zoo dein persönlicher Dundee Place. Dort findest du alles, um dich zu entspannen und eine erholsame Zeit zu erleben. Des Weiteren kannst du in einem Gehege eine kleine Schlafhöhle besuchen und dich am Ende des Rundgangs auf einem Trimm-Dich-Pfad und einem Abenteuerspielplatz so richtig austoben. Die Geräte dafür stammen übrigens aus dem Workshop. Alles andere ist selbst gebaut, selbst zusammengesetzt oder stammt aus dem Spiel selbst. Insgesamt haben wir vieles aus der neuen Südamerika-Erweiterung verbaut. Als exklusives Highlight wartet ganz am Ende noch der selbstgebaute Wunschbrunnen auf dich, in den die Besucher wirklich ihr Geld werfen. Gerne darfst du dir ja ebenfalls einen Wunsch erfüllen. Gebaut wurde dieser Zoo von Bernd mit Unterstützung von der Wetlook-Biene. Wir wünschen dir viel Spaß, hab einen schönen Tag in unserem Zoo und vergiss bitte nicht, einen Blick auf die Berge über dem Trimm-Dich-Pfad zu werfen. Liebe Grüße, Wetlook-Biene und Bernd. Und schon geht's los in den Wetlook-Zoo. Ich habe ihn natürlich wieder von oben einmal überflogen und mir so ein bisschen die Highlights angeguckt, weil ich ja mittlerweile so ein bisschen die Ansprüche nach oben gesetzt habe. Aber der Zoo lohnt sich auf jeden Fall, deswegen mache ich auch ein Video dazu. Herzlich willkommen. Na, was ist mit dir los? Du siehst aber unglücklich aus. Keine nette Begrüßung. So, was haben wir denn hier? Mach zuerst einen Abstecher nach rechts. Herzlich willkommen, Dundee. Dankeschön für die persönliche Begrüßung. Da ist das Eingangsschild, Wetlook Zoo. Hätte man, glaube ich, sogar so ein bisschen mehr mittig machen können. Vielleicht sogar ein bisschen größer. Aber so geht es natürlich auch, ne? Ich finde es aber cool, dass ihr hier schon den neuen Totem verwendet habt. Also wir sollen erst nach rechts. Kunst der Welt, Food Lounge, Rundgang, Bildungsfahrt, Snacks und Toiletten. Ah, deswegen soll ich nach rechts wahrscheinlich. Toiletten. Besonderer Highlight ist ja, dass alles begehbare Gehege sind, so. Schwierige Worte hintereinander. Müssten wir ganz schnell hintereinander aussprechen, begehbare Gehege. Ich glaube, da kommt man voll durcheinander, voll der Zungenbrecher. Oh, das ist schön. Ein Faungehege. Aber hier kann man gar nicht rein, oder? Ha, confirmed, dass es nicht so ist. Ist nicht alles begehbar. Aber trotzdem sehr süß gemacht hier mit diesen Afrika-Abgrenzungen. Auch schön bepinselt am Boden. Schön gestaltet, dafür, dass es so ein flaches, kleines, erstes Gehege ist. Gefällt mir, ja. Auch dieser schöne Springbrunnen. Oh ja. Er macht direkt Show für uns. Das ist aber hier eine Begrüßung wie im Bilderbuch. Oh, hier ist auch nochmal ein süßer Springbrunnen. Ach toll. Die Musik ist natürlich auch da. Also ich fühle mich direkt wohl. Jetzt muss es nur noch schicke Toiletten geben. Nehmen wir ein bisschen schneller. Mitarbeiter, da wollen wir nicht lang. Hier sind die Toiletten. Auch cool eingebaut. Ich finde es übrigens cool, dass ihr hier das Ganze auch abgezäunt habt, damit Efeu und so einem Zaun. Dadurch sieht man halt die Hintergrundlandschaft nicht. Ist eine relativ objektesparende Methode, einfach so eine Mauer zu nehmen. Also dadurch sehr FPS-schonend. So, erstmal auf Klo. Jetzt geht's weiter. Ist auch so ein schöner Shop selbst gebaut, auch mit dem neuen Bambus. Das alles von dem neuen DLC, richtig cool. Relativ simpel, sieht aber trotzdem super aus. Hier wieder schön mit dem Efeu gearbeitet. Was steht hier? Mitarbeiter. Okay. Und jetzt geht's, denke ich mal, direkt zu dem Rundgang. Du. Hinein geht's. Okay, ich glaube, das ist nur das erste Begrüßungsgehege, deswegen ist das auch nicht begehbar. Also hier geht's eigentlich erst richtig in den Zoo. So, Kunst der Welteingang. Das klingt ja schon mal gut. Achtung, es wird nass. Oh, wir müssen da durch Wasser durchlaufen. Vielleicht erstmal links lang. Ne, wir müssen rechts lang. Mist, hier ist der Rundgang. Flamingo Island, oh, hier gibt es ja richtig viel zu sehen. Abenteuerspielplatz, Trimm-Dich-Fahrt. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Werden wir dann sehen. So, es wird nass. Schnell durch da, Leute.
eine Dusche für die Leute. Fühle mich aber gleich wohl. Hier ist überall schöne Musik. Tolle Atmosphäre ist hier. Oh, das sind Schuppentierchen. Ich wusste gar nicht, dass die schwimmen können. Das ist ja niedlich. Süßes kleines Gehege. Das ist auch begehbar, ne? Ja. Die können hier so rüberlaufen, die Schuppentierchen. Ziemlich cool. Sind die nicht voll scheu? Ich weiß gar nicht, ob die das abkönnen. Oh, auch ein süßer kleiner Unterstand hier. Ist auch sehr ebenerdig, das Gehege. Aber bei so Kleintieren ist es ja auch immer schwierig, eher groß Hügellandschaften zu machen. Aber sehr schön bepflanzt ja auch. Schön dicht bepflanzt. Überall super interessant. Auch schöne Farben mit diesen Kirschblütenbäumen im Hintergrund und so. Oh mein Gott, ist das winzig. Voll niedlich. Sehr schön. Tolle Atmosphäre hier. Super einladend, super freundlich. Ist auch cool, dass die hier so rüberlaufen, die Schuppentierchen. Okay, hier geht's zu Erdferkelchen. Sesam, öffne dich. Tada. Erdferkel-Lounge. Ah, das hattet ihr auch reingeschrieben, ne? Dass es in einigen begehbaren Gehegen so eine Lounge gibt, wo man chillen kann. Finde ich gut. Hier sind auch ein paar Höhenunterschiede mal drin. Das ist auch nice. Hier haben wir Erdferkelchen. Auch sehr süße Tierchen. Wir werden ja wahrscheinlich auch in diesem Zoo keine Fleischfresser sehen. Weil wenn alles begehbare Gehege sind, ist es ja sehr schwierig, da Fleischfressergehege zu bauen. Auch eine schöne süße Höhle. Riesengroßen Affenbrotbaum. Mit schöner Afrika-Deko. Richtig cool. Sieht schon süß aus hier alles. Toll gestaltet. So, geht's hier lang? Hier geht's zu der Lounge. Oh, hier könnt ihr auch nochmal schlafen. Links haben die auch nochmal so ein paar Lehmhütten. Und hier geht's dann in einen kleinen Besucherbereich. Kann man sich Essen, Trinken kaufen. Nochmal so ein paar alte afrikanische Öfen. Hier sieht man auch nochmal die Tierchen, wie sie... Ist das so ein Termitenhügel? Ich glaube schon. Hier mega viel Spielzeug hier, die Tiere. Also denen geht's auf jeden Fall gut. Oh, ist vielleicht ein bisschen eng hier, ne? Also wenn man hier so überlegt, dass man hier vorbeilaufen muss und dann hier Leute sitzen. Ich glaube, das hätte man vielleicht ein bisschen größer machen müssen hier. Zumindest wenn man so einen großen Blumentopf in die Mitte stellt. Da hätte man dann nochmal einen wunderschönen Überblick. Frag mich ja, warum der Zoo Wetlook Zoo heißt. Wahrscheinlich, weil viel Wasser hier drin vorkommt. Oder wurde einfach nach Wetlook Biene benannt wahrscheinlich. Weiter geht's ins nächste Gehege. Oh, er muss auf Toilette. Habt ihr's gesehen? So, hier geht's zu Pfauen. Die haben wir doch schon gesehen. Oh, ganze große Familie. Auch wieder super bunt hier gestaltet. Das gefällt mir echt gut. Und wieder schön dekoriert die Felsen. Pfauen-Lounge. Wie schön und idyllisch das hier aussieht. Super tolle Bepflanzung und Dekoration. Doch schöne Musik. Richtig gute Lautstärke die ganze Zeit. Oh, hier sind ganz schön viele Pfauen. Und auch voll die großen Gehege. Oh, das ist ja auch süß. Hier kann man sich dann auch was holen. Kostenlose Snacks gibt es auch. So Smoothies und Früchte. Und dann kann man sich hier vorne hinsetzen. Oh, wie schön. Und dann hier auf das Wasser schauen mit den kleinen Springbrunnen. Und dann geht's zurück. Finde ich mega cool, dass es von einem Gehege ins nächste geht, wo man direkt die Tiere streicheln kann. Oh, was haben wir denn? Oh, zwei neue Tiere. Der Ameisenbär und das Kapuzineräffchen haben wir hier. Futterstation. Ah, vielleicht kann man sich hier eine Banane mitnehmen und dann die Äffchen andocken. Da kommen sie schon. Macht er jetzt? Oh, er balanciert für uns. Ha, runtergefallen. Ich glaube, er wollte runterfallen. Also, ihr habt euch wirklich ausgetobt, was so Dekoration und so angeht.
Das ist teilweise ein bisschen random platziert, aber ich finde, das Ganze wirkt sehr stimmig. Also dadurch stört mich das auch gar nicht so. Sieht alles super spannend und ja, schön aus. Gefällt mir. Hier auch ein wunderschöner Eingang. Geht's hier in einen Tempel? Nee. Oh, das ist schon interessant gestaltet hier alles, ne? Mit diesen Ruinenteilen und so. Ist auch alles sehr ebenerdig, aber dadurch, dass es so viel dekoriert ist, fällt mir das gar nicht negativ und störend auf. Das macht echt Spaß. Oh, da sind auch die Ameisenbären. Ich wusste gar nicht, dass die auch schwimmen können. Mensch, man lernt hier ganz schön viel über Tiere. Oh, hier ist ein schöner Wasserfall. Ich glaube, der Ursprung ist nicht ganz perfekt geworden hier. Oder? Kann das sein? Ich glaube, das soll hier aus dieser Spalte rausfließen. Ich glaube, der Stein hier muss noch einen kleinen Ticken nach hinten versetzt werden. Ansonsten sieht das aber schon sehr cool aus. Cooler, interessanter Wasserfall. Schön hier mit den Pflanzen gestaltet. Also die Gehege sind halt super interessant. Die sind halt mega vollgestellt, aber angenehm vollgestellt. Also wirklich sehr stimmig. Die Äffchen toben sich hier aus, können hier auch über den Weg klettern. Also hier gibt es wirklich überall was zu sehen. Oh, guck mal. Oh, wie krass das ist, wie nah man den Tieren hier kommt. Geht wahrscheinlich auch nur mit den Sandbox-Einstellungen, wenn man das Wohlbefinden der Tiere halt ausstellen kann. So, komm jetzt, zeig mal, was du kannst. Oh, jetzt geht's los. Trau dich. Boah, hat sich erschreckt. Mach den Flohwalzer. Er findet das voll interessant. Voll süß. Ist halt wirklich sehr schön gestaltet hier. Oh, schade. Können wir gar nicht hochgehen. Ich glaube, die Gehege sind auch größer, als man denkt. Dadurch, dass sie so verwinkelt sind und so viel Deko haben. Nächster Bereich. Hier kann man nochmal chillen. Was willst du? Bella Moop. Ich glaube, den Tieren geht's gut. Achtung, Lemuren klettern über dir. Okay. Lemuren klauen auch gerne Sachen. Oder allgemein Äffchen. Da sollte man lieber Acht geben. Okay, Varis und Katas haben wir hier. Ah, cool, ey. Ich liebe diese hohen Bäume, ne, von dem neuen Update. Sind so nice. Und wenn man dann noch solche Hütten, wie ihr es hier gemacht habt, reinbaut. Das ist schon cool. Das Seil ist ja auch gespannt. Ich hätte vielleicht versucht, so ein durchhängendes Seil zu machen. Das wäre, glaube ich, cool ausgesehen als so ein mega gespanntes Seil. Wobei das wahrscheinlich leicht ist für die Affen zum Klettern, wenn das sehr gespannt ist, das Seil. Können die auch nochmal rüberklettern. Das ist echt alles super interessant. Hier gibt es wirklich überall was zu sehen. Ah, hier sind sogar natürliche Barrieren. Also nicht natürliche Barrieren. Aber dadurch, dass ihr das mit Efeu versteckt habt und den ganzen Stein und Bäumen und so noch, fällt das gar nicht negativ auf. Ja, gefällt mir. Sieht super aus. Halt überall Deko und was zu sehen. Überall sind Blumen, irgendwelche schönen Deko-Sachen. Hier geht's zum Lama. Gehen wir mal hinein. Oh, das sieht ja auch schon so ein bisschen anders aus von der Bepflanzung. Protestleute haben wir auch wieder am Start. Ist schon cool. Hier ist alles so ein bisschen grüner und nicht so bunt. Dass es hier so unfertig aussieht, finde ich auch gar nicht schlimm, weil ja, aus Besuchersicht sieht man das halt gar nicht. Nur auf den Wegen bleiben. Das ist schon cool. Hier oben können auch die Lamas drauf. Wir können wahrscheinlich nicht hoch, ne? Nee. Leider nicht. Oh Gott. Die schlafen hier direkt. Ineinander. Kuscheln miteinander. Ach, wie süß. Direkt am Wegesrand. Und da baden sie alle. Das ist schon echt schön hier. Voll süß. Man hat echt das Gefühl, dass die Tiere sich hier wohlfühlen. Sehen alle so glücklich aus. Oh, ein Baby-Lama. Bitte nicht spucken.
Okay. Ich dachte gerade, es spuckt halt jetzt wirklich, aber es hat sich nur geschüttelt. Oh, cool. Hier kann man direkt auf den Schlafplatz blicken. Sind leider gerade alle erwacht. Hat das auch sehr schön gemacht. So eine kleine Tempelruine. Oh. Ich liebe das, wenn man so ein paar Stellen hat, wo man so durchblicken kann, aber nicht alles sieht. Dann fühlen sich auch die Tiere noch ein bisschen geschützt hier von der Wand und so. Auch sehr schön gestaltet, das Gehege. Ach, ich finde das so toll, dass ihr so viel mit Efeu gearbeitet habt und so viel mit Pflanzen, Blumen und alles. Es wirkt aber auch nicht überladen. Also ihr habt wirklich einen guten Kompromiss gefunden. Aus viel bepflanzen und nicht zu sehr übertreiben. Liegt wahrscheinlich auch an der richtigen Pflanzenwahl und richtigen Platzierung an den richtigen Orten. War auch sehr schön. Ich finde es auch gut, dass ihr überall Wasserfälle habt. Das ist nice. Ich glaube, hier unten fehlt ein bisschen das Plätschern. Wenn ich das jetzt so auf den ersten Blick sehe. Aber es sieht wieder super idyllisch hier aus. Wie so eine richtige Oase hier mit dem kleinen Wasser. Und auch mit diesen grünen neuen Felsen. So, hier haben wir Toiletten. Wieder überall Blumen. Oh, wie cool. Die Totems. Die liebe ich ja sowieso. Sehr gut platziert. Wie geht's dann in die Toiletten? Genau. Selbst hier ist Musik. Wie schön. Oh, Dundee's Place. Juhu. Da gehen wir doch direkt hin. Was sind das hier eigentlich? Sind das Springböcke? Gabelbock. Ich tue mich immer noch schwer mit den Böcken. So, jetzt geht's hinein in den Dundee Place. Das ist privat für mich. Ein Fahrrad. Oha. Ich und Fahrrad fahren. Ich war so selten Fahrrad. Obwohl, so lange ist es gar nicht her, dass ich das letzte Mal Fahrrad gefahren bin. Da musste ich in die Stadt zu einem Termin. Und weil da Parken so anstrengend ist, bin ich Fahrrad gefahren. Aber sonst fahre ich eigentlich immer Auto. Der faule Dundee. Hier hätte man vielleicht auch noch ein bisschen Plätscher machen können, da wo das Wasser aufkommt. Oh, wie schön. So idyllisch. Da würde ich mich direkt hinsetzen auf diese Liegestühle und dann schön Ananas, Melone snacken. Oh, ist das toll. Oh, was haben wir hier? Sogar einen Text. Danke für deine tollen Videos. Oh, danke schön. Vielen, vielen Dank für das nette Kompliment und gern geschehen. Eine Hängematte habe ich auch. Alles, was man braucht. Hier so ein Steinofen. Dundee's Home. Oha. Ich kann ja wahrscheinlich jetzt... Doch, ich kann raufklettern. Oh, wie cool. Das hat sogar geklappt. Habe ich nochmal eine Bank. Mit Ausblick auf einen Felsen und eine Lüftungsanlage oder Klimaanlage oder sowas. Und dann geht's hier hinein. Oh, leider keine Einrichtung. Und wunderschöne Mitarbeiterbereiche. Nee, mega toll. Gefällt mir. Komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr runter, ne? Jetzt sind wir wieder unten. Hier stehen sogar Totems. Cool. Hat mir sehr gut gefallen, mein eigener Platz. Da würde ich mich auf jeden Fall wohlfühlen. Oh, wie schön. Oh, ist das niedlich. Die Babys. Ah, hier ist eine Schlafhöhle. Da können wir reingehen. Da ist sogar gerade ein Tierchen. Kann man die dann beim Schlafen beobachten, die Tiere. Finde ich auch sehr cool gestaltet. Schöne Felsarbeit. Schön die Fenster hier eingebaut. Hoffentlich verdunkelt. Ja. Perfekt. So muss es sein. Paar Bänke, paar Blumen. Sehr, sehr gut gemacht. Und weiter geht's. Ins nächste begehbare Gehege. Ah, wieder Toiletten. Können nicht schaden. Hier sind nochmal ein paar Läden. Und jetzt geht's zu den Carpies, glaube ich. Hier überall Wasserfälle, das ist so toll. Aber unten das Plätschern, da müsst ihr unbedingt noch ein bisschen dran arbeiten. Und vielleicht hätte man, also die kommen ja hier oben raus aus dem Felsen, vielleicht hätte man hier irgendwie sowas Düsenartiges reinmachen können, dass es so aussieht, als wenn das da wirklich rausplätschert. Vielleicht so Klimaanlagen oder so, die sehen nämlich optisch so ein bisschen so aus wie so ein Duschkopf, sag ich mal. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es beschreiben soll. Aber wieder sehr schön gestaltet hier, schaut euch das mal an. Der Schlafplatz, im Hintergrund wieder Plätschern. Schon alles sehr interessant. Ah, hier ist auch eine Lounge. Hier kann man dann chillen.
sich nochmal hinsetzen und dann direkt die... Sind das Okapis? Ja, sind Okapis. Kann man den direkt beim Essen begutachten und wieder ein cooler Totem. Kommt sogar Dampf aus der Küche hier von dem Laden. Und weiter ins nächste Gehege. Oh, jetzt geht's zum Trimm-Dich-Fahrt und Spielplatz. Das klingt ja nach Spaß. Wobei Trimm-Dich-Fahrt klingt irgendwie ein bisschen gemein. Hier nochmal kann man essen. Wunderbar. Spielplatz, Wunschbrunnen, Trimm-Dich-Fahrt. Oh, schaut mal, wie idyllisch das hier wieder ist. Wieder so eine richtige Wasseroase mit Plätschern. Oh, hier sind auch noch Andenken an Tiere. Knut, 2006 bis 2011, der hat aber nicht lang gelebt. So ein Eisbär wird doch bestimmt älter. 1893 bis 1929, Totti. Ist auch nicht alt für einen Elefanten, oder? So, gehen wir mal zum Trimm-Dich-Fahrt. Auf geht's. Oh mein Gott. Das ist so ein Sportkurs. Hier ist die 1. Hier muss man so rüberhangeln. Okay. Ich glaube nicht, dass ich das schaffen würde. Hier ist die 2. Bisschen rüber balancieren. Dann wackelt das hier wahrscheinlich. Oh, wir können das sogar machen. Holy shit. Hier ist die Nummer 3. Oh, okay. Direkt runtergefallen. Aua, aua. Und mittendrin sind auch noch Tierchen. Okay. Nummer 4. Hier einmal rüberhangeln. Über den Rundbogen. Das ist eine coole Idee. Das habe ich auch so noch nie gesehen. Hier ist eine Dusche, falls man sich abkühlen will. Für zwischendurch. Für die Leute. Ja, steht sogar da. Abkühlung. Hast du auf den Berg geschaut? Das machen wir gleich. Ich habe gerade extra geguckt, dass die Kamera noch nicht zu viel verrät. Das ist nämlich eine Überraschung. Hast du auf den Berg geschaut? Da hast du ein S zu viel geschrieben. Das machen wir gleich am Ende. Da kommt nämlich noch eine Überraschung, die auf uns wartet. Hier kann man sich auch nochmal rüberhangeln. So, hier muss man auch nochmal rüber balancieren. Oha, geschafft. Easy. Und dann kann man hier als Dank mit den Tieren einen Snack zu sich nehmen. Natürlich kriegen wir Menschen was anderes. Bei der kostenlosen Vitaminbar können wir uns dann auch nochmal hinsetzen. Wir haben noch nicht alles geschafft, ne? Hier ist die 7. Hier einmal rüberhangeln. Und hier ist die 8, das Finale. Wahrscheinlich muss man dann hier hochklettern, oder? Zu dem Gorilla. Ich will jetzt extra nicht so hoch gucken, damit ihr noch nicht seht, was auf dem Berg ist. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verdeckt gehalten, dass ihr es noch nicht sehen konntet. So, ich glaube, wir haben alles gesehen. Wir gehen am Ende dann noch zum Wunschbrunnen. Hier ist King Kong, okay. Schauen wir, ob wir alles gesehen haben und dann gucken wir auf den Berg, Leute. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Abenteuerspielplatz, Nutzung auf eigene Gefahr. Oha. Oh, das sieht ja cool aus, wenn man sich hier drauf setzt. Das dann rumwippt. Aber das schwebt. Also irgendwas ist ja falsch gelaufen. Ich glaube, das sollte in den Boden connected sein eigentlich. Oh, das sieht voll cool aus. Mega der coole Spielplatz. Wahrscheinlich alles aus dem Workshop, ne? Das hattet ihr, glaube ich, auch reingeschrieben. Das ist aber echt süß, was die Leute für Ideen haben. Wie die hier sogar so wippen und sowas bauen. Mega kreativ. Männer verboten. Girlie Lounge. Alles in rosa. Darf hier eigentlich gar nicht rein und gucken. Aber auch süße Idee. Wahrscheinlich für die kleinen Mädels dann. Da ist eine Schlafhöhle. Natürlich nicht für Menschen. African Barbecue. Oh, auch cool. So Leute, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Wir schauen jetzt auf den Berg und zwar von oben. Wir schauen von oben, denn das ist heute hier eine Premiere. Passiert nämlich noch etwas, das habe ich so noch nie erlebt. Wunderschönes. Nämlich eine persönliche Nachricht von Bernd an Biene. Und zwar das hier. Oh. Richtig hübsch gemacht. Das hat der Bernd noch nachträglich hinzugefügt, nachdem die beiden fertig waren mit dem Zoo. Super, super süß.
Ich drücke euch beiden die Daumen und ich hoffe, es klappt. Schreibt gerne in die Kommentare, was die Biene dazu gesagt hat. Ich finde es super süß. Tolle Idee von dir, Bernd. Ganz, ganz tolle Idee. Und wirklich schön gebaut hier. Die Ringe hier, das Herz. Oh, die Blumen. Mega, mega niedlich. Ich hoffe, es kam cool an. So wie du es dir vorgestellt hast, Bernd. So, ich weiß aber nicht, ob ich noch was verpasst habe. Ich meine, viel mehr Highlight geht ja gar nicht als das gerade. Ach ja, wir müssen noch da zum Wunschbrunnen. So, ich weiß schon, was ich mir wünsche gleich beim Wunschbrunnen. So, gehen wir mal hinein. Hier werfen die Menschen wirklich was rein? Das ist ja cool. Das ist der selbstgebaute Wunschbrunnen. Sieht cool aus. Schauen wir mal. Ich dachte gerade, da kommt ein Besucher. Ist leider nur ein Mitarbeiter. Der wird da nichts reinschmeißen. Aber ich würde sagen, ich schmeiße jetzt einfach mal was rein. So, zack. Und ich wünsche mir was. Ich darf es, glaube ich, nicht verraten, oder? Ich habe mir was Schönes gewünscht. Mal sehen, ob sie da was reinschmeißt. Ne. Die hat keine Wünsche mehr. Wunschlos glücklich. Mit Hut und Luftballon. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, mein Zoo hat dir gefallen. Sehr sogar. Hat richtig viel Spaß gemacht. Dankeschön für die Einladung. Und richtig süß von dir. Deine Nachricht an die Biene. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Mach bitte weiter so. Werde ich. Dankeschön. Und hier geht's dann hinaus. Ich hoffe, ich habe alles gesehen und nichts verpasst. Wir schauen nochmal ganz kurz von oben. Bei Nacht brauche ich übrigens nicht gucken, weil ja, ausgeleuchtet ist hier nichts. Aber ich glaube, wir haben alles gesehen. Ja, wir sind einen perfekten Rundgang gegangen. Ah nee, hier vorne haben wir gar nicht geguckt. Warte mal. Hier waren wir gar nicht, hier links. Das haben wir komplett verpasst. Nee, 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 so geht das nicht. Tegelt Camp. Kunst der Welteingang. Da waren wir gar nicht, ne? Vielleicht hätte ich doch erst nach links gehen müssen. Ostasiatische Kunst. Ey, was poltert ihr so? Gut, das kann schnell passieren, dass hier Tiere in der Transportbox sind. Wenn, das jetzt geklappt? Ja, whatever. Ja, wenn es begehbare Gehege halt sind. Oh, ich habe noch die Mods immer noch installiert. Jetzt stehen hier wieder die Adler. Ich muss unbedingt die Mods wieder rausmachen. Aber es fällt gar nicht negativ auf, dass da Adler stehen. Gut, hier fällt es ein bisschen negativ auf. Das wären eigentlich alles rote Panda gewesen. Hier sind auch noch andere Tiere zu sehen. Schildkröten. Flamingos. Das hätte ich fast komplett verpasst. Ich hätte halt erst links abbiegen müssen anscheinend. Oh, das ist so schön. Das habe ich schon gesehen. Wohin, als ich den Zoo einmal begutachtet habe. Das ist so wunderschön und idyllisch. Ah, hier haben wir auch Flamingo Island und die Strandbar. Strandbar ist das hier vorne, da kann man sitzen, so wie diese Menschen hier. Und dann schön ein bisschen entspannen. Nebenher laufen hier Flamingos und Schildkröten. Sehr süß. Und hier vorne geht's rüber zum Flamingo Island. Und das ist wirklich wunderschön. Schaut mal, hier kann man sich auch schon hinsetzen. Hier ist eine wunderschöne Strandbar, wo man nochmal ein paar Snacks bekommt und Erfrischungen. Jetzt gehen wir hinüber. Das ist auch ein richtiges Highlight hier. Kann man sich hier hinfläzen. Schön Obst essen und den Flamingos beim Planschen zusehen. Diesen wunderschönen Wasserfall, der ist echt super gelungen. Sieht wirklich klasse aus, der Wasserfall. Richtig schön bepflanzt, tolle Felsarbeit. Super interessanter Wasserverlauf. Richtig gut geworden. Das wirkt hier auch alles so idyllisch. So schön gemacht. Den Nebel im Hintergrund. Oh, ist das cool. Aber der Kiste ist anscheinend nicht zu helfen. Ignorieren wir dann mal gekonnt. Waterfall Lounge. Okay, da gehen wir auch mal hoch. Ah, hier kann man auch nochmal sitzen. Kann man dann auch den Wasserfall sehen. Der ist aber auch wirklich toll. Schön, dass man den von überall sehen kann. Afrikanische Kunst, indische Kunst, südamerikanische Kunst. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Ein paar Läden. Erstmal werden wir geduscht. Ah, hier ist afrikanische Kunst. Ich frage mich, ob man die dann noch kaufen kann. Dass ich dann so ein
Andenken mitnehmen kann. Wobei, sowas zu transportieren wäre ganz schön hart. Mittendrin eine Schildkröte am Chillen. Wie cool ist das denn? Auch tolle Idee, hier so eine kleine Kunstbar hinzumachen oder so ein Kunstbazar. Indische Kunst. Auch mega cool. Ist auch direkt andere Musik. Südamerikanische Kunst. Das hat Spaß gemacht. Gut, dass ich das nicht verpasst habe. Da gerade noch drauf gekommen bin. So, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles, ne? Das hätte ich fast übersehen. Habe ich dann hier irgendwas falsch gelesen? Ich bin halt direkt Richtung Rundgang gegangen, deswegen habe ich es verpasst. Hast du vielleicht in die E-Mail geschrieben, dass ich erst links muss? Habe ich wahrscheinlich dann vergessen oder so. So, ich glaube, wir haben aber alles gesehen, Leute. Bei Nacht brauchen wir, wie gesagt, nicht schauen. Ha, ganz, ganz toller Zoo mit einer ganz tollen Überraschung. Ich würde sagen, mit dieser Überraschung verabschieden wir uns auch jetzt. Ich hoffe wirklich, das Ganze hat geklappt. Ich fand es super, super süß von dir, Bernd. Vielen, vielen Dank für euren Zoo. Hat richtig viel Spaß gemacht. Schreibt mir jetzt alle in die Kommentare, wie ihr den Zoo von Bernd und Wetlookbiene fandet. Und falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr da alle Infos zu. Falls es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Euer Dandy.